Und da wären wir auch schon wieder. Bevor ich jetzt jedoch anfange mit dem ganzen Feintunen von unserer Rakete, haben wir noch eine sehr, sehr wichtige Sache zu erledigen. Und zwar Chips. Duna Länder, Lande der Duna. Das klingt doch gut. Haben wir Licht? Wir haben Licht. Sehr schön. Dann gucken wir doch mal, ob wir aus den Trümmern noch etwas bergen können. Und ob wir nicht in den Texturen feststecken. Das wäre schon mal sehr schön. Aber sieht gut aus. So, du. Wo ist unsere Crew? Crew empty. Nein! Ah, da hinten ist er. Du, du. Genau, dich würde ich gerne steuern. Nein. Wie jetzt? Not enough crew. Okay. Können wir irgendwie so zu dir springen? Crew, du mal in der Nein. Da ist er. Ah, Switch to. Gott sei Dank. Ich dachte schon. Das wäre echt nicht schön gewesen. So, da bist du ja. So, komm, wackel mal zurück zur Kapsel. Oder können wir hier einfach irgendwo die Flagge setzen? Ich glaube, die mussten wir rausholen. Ich mach mal ganz kurz die komischen Düsen weg. Nee, das ist nicht Düsen weg. So, komm. Ernst jetzt. Steh auf. So, Rechtsklick auf dich selbst. Plan, Fleck. So. Dö. Flup. Yay. Duna. Nee. Erste Landung auf Duna. Es war... Ja, was war es denn? Es war absolutes Chaos. Er hätte echt nicht die drei Seitentriebwerke wegsprengen sollen. Punkt, 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 Punkt. So. Read Plague. Jo, sehr schön. The Plague on erste Duna auf Duna reads. Er hätte nicht alle. Jo, sehr schön. Das heißt, er kann sich jetzt hier bequem machen. Und diese schöne Flagge bewundern. Die absolut nicht irgendwelche Bewegungen zeigt. Wir haben hier doch Atmosphäre. Aber ja, sowas muss später erst kommen. Und das da muss Icke sein. Wo wir fast gegen ihr donnert wären. Sieht irgendwie ganz schön trostlos aus. Armer Kerl. Walkelt hier durch die Steinwüste Richtung Landekapsel, wo Zeitschriften drin sind, die er schon die letzten 3 Jahre gelesen hat auf dem Flug hierher. Aber na gut. Das heißt es halt, Körbonaut zu sein. So. Jetzt wollen wir den Duna-Ländern aber weiter basteln. Es gab schon mehrere Vorschläge, ich könne doch in dieses oder jenes Tutorial reingucken. Das mag auch sehr viel Sinn haben, denn ich habe mich mit der Technik dahinter nicht wirklich intensiv beschäftigt, wie ich mich hätte mit beschäftigen können. Aber wie ich schon mehrfach erwähnt habe, das ist nicht so mein Ding. Klar, es läuft dann wesentlich flüssiger und es ist immer noch eine Herausforderung, aber ich mache die Sachen halt gerne selber. Und wie ihr sehen könnt, ich schaffe es. Langsam und mit vielen Explosionen, aber Schritt für Schritt komme ich näher. Wir sind jetzt schon auf Duna gelandet und haben unsere Flagge da gesetzt. Also für alle, die in der Hinsicht ungeduldig sind, möchte ich mich jetzt im Voraus entschuldigen. Ich werde nicht irgendwo nachschlagen, wie ich die beste Rakete baue. Ich werde einfach mit dem weitermachen, was ich bisher gemacht habe. Naja. Also, was wir unbedingt beachten müssen. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, und die auch schon in den Kommentaren erwähnt wurde, selbst wenn wir mit dem ganzen Ding hier auf Duna landen würden, und selbst wenn das Ding noch fast vollen Treibstoff hat, also minus den, die es zum Abbremsen braucht, wird das auf keinen Fall reichen, um von Duna zurückzukommen. Weil wir müssen das genau das gleiche machen wie vorher auch. Also um zu Duna hinzukommen, müssen wir ja unsere Umlaufbahn um die Sonne erweitern, richtig? Richtig. Und da brauchten wir irgendwie 600 Meter die Sekunde Beschleunigung für. Wenn wir zurück wollen, müssen wir unsere Umlaufbahn ja um die 600 Meter auch wieder abbremsen, um wieder auf Körbin zu fallen.
Ich denke nicht, dass die Stage das hinbekommt. Das heißt, theoretisch bräuchten wir hier auch die Atomreaktoren. Und das sehe dann richtig komisch aus. Vor allem, wenn wir mit den Atomreaktoren noch nicht abheben können. Das ist echt ein Problem. Also wir könnten es Apollo-Style machen. Dann müssten wir wirklich docken. Also wir schießen eine Rakete hoch, dann dockt das Ding von der Hauptrakete ab, landet unten, fliegt wieder hoch, dockt mit der Hauptrakete und fliegt nach Hause. Sehe ich nicht, dass das passieren könnte. Nicht bei der Art, wie ich spiele. Also was können wir machen? Das Ding muss größer, es muss... Ja, wenn es größer ist, muss es alles wieder schwerer sein, dann muss die Stage schwerer sein und das hier muss viel mehr Power haben. Ich denke, damit fange ich an. Zuallererst kommen die Feststoffbooster weg und diese Halteraketen. Dann brauchen wir jetzt wieder viel mehr orangene Tanks. Also die untere Stage hier wird schwerer, aber auch kräftiger. Und bei der oberen verändern wir erstmal nichts. Einfach so zum Gucken. Und dann hoffen wir einfach, dass wir einfacher in den Orbit kommen. Also dass wir nicht die Dinge hier benutzen müssen. Ja, warte mal. Gerade eine andere Idee gehabt. Dass wir nicht die Atombooster benutzen müssen oder nicht in dem Maße, wie es letztes Mal war. Letztes Mal mussten wir wirklich in einem, keine Ahnung, 90 Grad Winkel. Also, ne? Mussten wir in Richtung der Umlaufbahn fliegen. Nicht auf Kurs, wie man es normalerweise macht, direkt auf dem Strich, sondern in einem Winkel dazu, in einem ziemlich steilen Winkel dazu. Damit uns die Apoapsis nicht überholt und da haben wir tierisch viel Treibstoff verballert. Ja, nächster Schritt. Okay, dafür brauchen wir große Tanks. Die hier. Und davon brauchen wir 4 Stück. So, seid ihr da richtig drauf? Jo, schaut gut aus. So, und da können Triebwerke runter, aber es müssen nicht die großen sein. Hoffe ich einfach mal. Ich denke, ich werde da falsch liegen. Aber geht alles in die Testphase mit ein. Im Notfall packen wir nochmal hier an die jeweils auch noch Feststoffbooster, damit das Ganze noch viel schwerer wird. So, ihr vier seid mit dem da unten mit drin. Das ist gut. Dann machen wir jetzt schon mal die Haltedock-Dinger. Hier. Will er nicht. So, sehr schön. Dann ziehen wir das ganze Ding etwas runter. Damit der Abstand hier nicht so riesig ist, auch wenn er so noch ziemlich hoch ist. Dann brauchen wir ganz viele Stahlseile. Also einmal die untereinander. So. Dann von hier nach da. Und dann am besten noch von hier unten daran. So müssten die Dinger eigentlich fest sein. Okay. Wollen wir das wieder mit diesem Hin- und Herschieb-Prinzip machen? Das ist effektiver. Der Haken ist nur, dass wir dann plötzlich, wenn dann zwei wegfallen, wir ganz leicht kippen können. Müssen wir aber auch noch testen. So, hier haben wir ein SAS. Wir brauchen noch ein... Also wir haben hier ein Advanced SAS. Wir brauchen noch ein normales SAS. Achso. Da wollte ich kurz was testen. SAS. Nicht vierfach. Shift X will nicht mehr. X will auch nicht mehr. Du bist doof. Geh du weg. Du... Da rein. Also das ist jetzt echt hier mit drin. Das ist mir sowas von unheimlich, ein SAS in die Abdock-Dingens damit reinzupacken. Aber es soll wohl seine Richtigkeit haben. Nee, hat es nicht. Sonst könnte ich jetzt ordentlich docken. So, du, ich will dich da... Du da ran. Du. Was zur Hölle? Also ich habe jetzt in der Hand das Triebwerk, die Abdockklammer und ein SAS irgendwo da drin. Mach ich anders. So. Ich hätte gerne
Eine Dockklammer. Ich hätte jetzt gerne ein SAS-Modul. Und das packe ich trotzdem wieder dahin. So. Also ja, es scheint reinzupassen, aber das Ding kann er nicht da dann ordentlich docken. Das muss ich mir irgendwann mal genauer angucken. Okay. Jo, die Dockklammern hier. Da machen wir eine extra Stage. Schnappen uns nicht alle, sondern den hier, den auf der anderen Seite. Also den hier und den da. Ihr geht da, nicht dahin. Nicht dahin, dahin. Okay, also zuerst starten alle da unten. Dann werden die hier weggesprengt. Das heißt, die müssen zuerst Treibstoff weggeben. Und zwar von sich aus zu den da. Viermal ist jetzt keine gute Idee gewesen. Du weg. So. Geht nicht. Warum geht das nicht? Na gut, dann machen wir erstmal zu allen in die Mitte. Das heißt, von jedem Tank führt jetzt was zu dem mittleren Tank, was ja auch ganz richtig ist. Jetzt hätte ich gerne dich ohne Symmetrie von da nach da. Okay, das geht. So, und von dir ganz ohne Symmetrie von hier nach da. Okay, nochmal überprüfen. Die hier werden zuerst weggesprengt, deswegen werden die zuerst leer gemacht. Dann werden die abgesprengt und alle füllen immer auch die mittlere Rakete. Sauber. Sauber, sauber, sauber. Gut. Hier oben haben wir nichts verändert. Das heißt, wir werden es trotzdem wahrscheinlich nicht ordentlich nach Duna und zurück schaffen. Aber es müsste theoretisch besser laufen als vorher. Wenn diese untere Stage denn effektiv genug ist. Das müssen wir jetzt aber erstmal testen. Also, Duna-Länder 3.0. Speichern. Staging überprüfen. Die 5 starten auf einmal. Und die Dinge halten das Ganze fest. Gut, starten. So. Diesel Kerman. Oh. Das wackelt da oben jetzt schon. So, SAS an Schub auf, sagen wir mal 66%. 3, 2, 1. Okay. Endflight, Endflight, Restart Flight. Schub auf. Na komm schon. Schub auf 100%, auch wenn das untere Triebwerk nicht lange mitmachen wird. SAS an, Ressourcen an, 3, 2, 1. Nö, das wird nix. Schade, weil ich wollte nicht so viel verballern von dem Treibstoff. Sonst kommen wir nachher wieder genau an dieselbe Stelle, wie Feststoffbooster uns gebracht haben. Das bringt denen gar nichts. Aber ja, gut, ihr müsst weg. Die haben eine Power von 220. Haben wir irgendwas, was dezent mehr bringt? Nicht 1500. Die hier. Skipper. Wo ist bei denen der Haken? ISP-Erziellevel 300. Ist schon mal besser als das große Ding. Ist sogar besser als diese Dinger hier. Wo ist der Haken? Hast du Vector Thrustering? Ja, 1. Die hier haben 2,5. Also okay, mit denen können wir nicht so gut gegensteuern. Und... Na doch, wir haben die Dinger. Gut. Ja. 650, das schaut echt gut aus. Verbrauchen Electric Charge. Wir brauchen die anderen aber auch. Sonst sieht alles okay aus. Jo, sauber. Duna-Länder 3.1. Speichern, starten. Mir fällt gerade ein, ich habe nicht aufs Gewicht geachtet.
Die werden wahrscheinlich wesentlich schwerer sein als die anderen. Aber ich denke mal nicht so schwer wie das da. Einfach testen. SAS an, Schub machen wir testweise mal auf 100 und gucken, wie hoch wir kommen. Wenn wir relativ schnell steigen, können wir immer noch Schub drosseln, was wir eh machen müssen, sonst explodiert das Ding da. Aber gut, 3, 2, 1.